Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Webcast Hausbesuche von Rücken.net, eurem Portal für den gesunden Rücken. Ich bin Dr. Markus Mau und spreche heute mit dem Physiotherapeuten Björn Becher vom Gesundheitszentrum Aviva im schönen Berlin-Adlershof. Björn, auch an dich ein herzliches Hallo. Hallo Markus. Björn, ich habe es gerade eingangs gesagt, du arbeitest im Gesundheitszentrum Aviva in Berlin. Was ist denn das? Was macht ihr da so? Kannst du das vielleicht kurz den Zuhörenden oder Zuschauenden in diesem Fall vorstellen? Ja, das Aviva ist ein Gesundheitszentrum in einem großen Wohn- und Gewerbegebiet in Berlin. Das heißt, wir bieten hier eigentlich für die Anwohner und die Firmen Gesundheitsangebote. Das ist vornehmlich so Therapie, ja, also Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Osteopathie, aber genauso auch betriebliche Gesundheitsförderung, eigentlich alles, was die Anwohner und die Firmen hier vor Ort so benötigen, um sich gesundheitlich wohlzufühlen. Genau, und gleichzeitig ne, ein großes Haus, heißt Gesundheitszentrum natürlich auch, dass wir hier mit sehr vielen Berufen zusammenarbeiten und dann die Gelegenheit haben, aus einer Hand im fachlichen Austausch zusammen gute Angebote zu finden. Wir können ja vielleicht auch gleich mal in die Themen einsteigen, denn ein großer Bereich deiner täglichen Arbeit umfasst ja Schulter- und Nackenschmerzen. Und ich glaube, wir übertreiben da keinesfalls, wenn ich jetzt behaupte, dass gerade Schulter- und Nackenschmerzen mittlerweile eine echte Volkskrankheit geworden sind. Die Frage mag zwar zuerst komisch klingen, aber wo genau sind denn Schulter- und Nackenschmerzen lokalisiert und was tut da eigentlich weh? Ja, interessanterweise ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist so, wenn man jetzt Menschen, die zum Beispiel keine Schmerzen haben, ins MRT schickt, dann wird man da auch bei vielen, die keine Schmerzen haben, irgendwelche Schäden am Körper finden, ja, also abgenutzte Halswirbelsäule oder vielleicht Kalk in der Schulter oder so. Die merken davon aber gar nichts. Ja, warum das so ist, weiß man gar nicht so genau. Es kann sein, dass sich das vielleicht nur schleichend entwickelt hat. Es kann aber vielleicht auch sein, dass es einfach nicht so ein Ausmaß insgesamt hat, dass den Menschen insgesamt gut geht und sie deshalb einfach nicht viel von merken. Und umgekehrt gibt es aber auch Leute, gar nicht so wenige Leute, die haben Schmerzen und die Röntgenbefunde oder die Blutbefunde, alles andere ist in Ordnung. Ja, da sieht man gar nichts, man kann gar nicht so genau sagen, was ist es. Und letztlich glaubt man heute, das liegt daran, dass Schmerz eben gar nichts so Objektives ist, sondern eine sehr subjektive Erfahrung ist, abhängig ist von ganz vielen Umständen. Und das heißt auch für uns Therapeuten, wenn jetzt jemand zu uns kommt und Schmerzen hat, dann müssen wir uns letztlich den ganzen Menschen angucken und sehen, was da zusammenpasst, ob es vielleicht noch andere Gründe gibt, ob es vielleicht weitere Faktoren gibt, wie Stress oder Ähnliches, die erklären können, warum der sich jetzt in Gefahr fühlt das Gefühl hat, dass bei dem irgendwas Schlimmes ist. Ja, es kann natürlich was Körperliches sein, das ist auch oft der Fall, aber es muss nicht sein, man muss dann immer von Fall zu Fall gucken. Naja, du sagst ja gerade, manche Menschen spüren Schmerzen vermeintlich ohne Grund, andere hätten einen Grund, aber spüren nur wenig oder gar keine Beschwerden. Doch Schulter- und Nackenschmerzen machen sich ja sehr häufig auch eher auf unangenehme Weise bemerkbar. Welche Ursachen haben wir dann tatsächlich für Schulter- und Nackenbeschwerden? Was müssen wir da unterscheiden? Ja, also Ursachen sind natürlich so erstmal rundheraus alle möglichen Faktoren, die sehr viel im Alltag und im Leben vorkommen. Das heißt, insbesondere die Arbeitssituation kann eine ganz wichtige Rolle dafür spielen, warum wir Schmerzen entwickeln in Schulter oder Nacken. Das spielt insbesondere eine Rolle, wenn man sehr monotone Tätigkeiten hat. Bei den Schultern spielt eine große Rolle, wenn man viel über Kopf arbeiten muss, ja, so Handwerker oft, oder beim Nacken insbesondere, wenn die Leute mit nach vorne gebeugtem Kopf arbeiten müssen. Ja, das können Leute sein wie Laboranten, die viel mikroskopieren, aber auch Leute, die zum Beispiel viel jetzt mit dem Notebook im Homeoffice arbeiten. Das heißt, Haltung spielt insofern eine große Rolle. Ja, es kann einen großen körperlichen Stress sein. Auf der anderen Seite spielt aber auch psychischer Stress eine große Rolle. Tatsächlich ist es so, dass oft Schmerzen sich besser vorhersagen lassen, je nachdem, wie viel psychischen Stress, wie zum Beispiel Stress auf Arbeit jemand hat, sodass auch das was ist, wo man tatsächlich dann was Positives erreichen kann, wenn man zum Beispiel seine Arbeit besser organisiert. Viele haben dann schon weniger Schmerz zum Beispiel in ihrem Arbeitsalltag.
Und drittens ist natürlich auch leider Alter ein Faktor, der Schmerz häufiger macht. Aber da muss man sagen, eine größere Rolle spielt viertens der Lebensstil. Das heißt, wie gehe ich so allgemein mit mir um? Ja? Bewege ich mich genug? Wie ernähre ich mich? Kann ich gut schlafen? Gehe ich vielleicht überhaupt schlafen, wenn ich müde bin? Ja, das sind alles Sachen, die eine große Rolle spielen und auch einen großen Einfluss darauf haben, ob wir Schmerzen im Alltag haben, auch Schulter-Nackenschmerz. Und übrigens ein großer Faktor ist auch Rauchen zum Beispiel. Ja, das, auch das wirkt sich oft auf Schulter- und Nackenschmerzen aus. Das musst du jetzt aber doch etwas genauer erklären. Warum fördert denn gerade das Rauchen Nacken- und Schulterbeschwerden? Ja, es ist ja so, Rauchen, da erzähle ich, glaube ich, niemandem was Neues, ist generell natürlich ungesund, weil es den Körper ständig so mit Entzündungen aussetzt. Ja, das heißt, im Körper finden immer so leichte Entzündungsprozesse statt. Insgesamt heißt es, dass die Regeneration auch immer irgendwie beansprucht wird. Der Körper versucht immer was dagegen zu tun. Und das führt langfristig für diese kleinen Entzündungen ja dazu, dass die Durchblutung schlechter wird im Körper. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, der sich auf die Bandscheiben sehr stark auswirkt. Ja, die Bandscheiben sind nicht besonders gut durchblutet. Und dementsprechend kann es halt sein, dass wenn die Durchblutung dann beginnt, schlechter zu werden, darunter auch solche Strukturen wie die Bandscheiben als erstes leiden und wir dann eher Probleme bekommen. Und ein weiterer Faktor, der eher so speziell ist, jetzt gerade was Schulter-Nacken angeht, ist, dass Rauchen natürlich auch die Atmung erschwert. Und viele Leute, die Probleme mit dem Atmen haben, fangen an, dann Halsmuskeln oder Brustmuskeln zu benutzen, um sich beim Atmen zu helfen. Und auch das erzeugt dann auf die Dauer sehr viel Stress für diese Muskeln, sehr viele Verspannungen. Dann bleiben wir doch einfach auch gleich beim Kopf und gehen vielleicht auch so mehr in den Mund-Rachen-Bereich. Stimmt es eigentlich, dass auch Kiefergelenksfehlstellungen zu Nackenverspannungen und auch zu Kopfschmerzen führen können? Und wie geht das? Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Du musst dir vorstellen, der Kiefer beim Kauen, beim Zubeißen, da entstehen ja sehr, sehr hohe Kräfte, die irgendwie auch im Nacken dann wieder lagert werden müssen. Ja, der Nacken muss sich kräftig dagegen machen. Und zum anderen sind das ja Vorgänge, die am Tag sehr oft stattfinden. Ja, viele tausend Mal beim Sprechen öffnen und schließen wir den Mund. Viele tausend Mal kauen wir, viele Leute kauen auch nachts. Ja, und all das sind Dinge, die dann dazu führen können, dass diese Muskelspannung sich auch auf den Nacken überträgt. Jetzt haben wir ja bereits viel über mögliche Ursachen von Schulter- und Nackenschmerzen gesprochen. Was jedoch viele Patientinnen und Patienten im Laufe ihrer Schmerzgeschichte erfahren, ist der Wandel des Schmerzes über die Zeit. Ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, dass du vielleicht auch noch mal explizit darauf eingehst, was die Unterschiede zwischen akutem und chronischem Schmerz sind, auch gerade im Schulter- und Nackenbereich. Und ab wann muss man eigentlich dann zum Arzt oder vielleicht auch zur Physiotherapie? Okay. Also zunächst mal chronisch, klassisch bezeichnet man einen Schmerz als chronisch, wenn er sich über eine längere Dauer hinzieht, nämlich man spricht dann oft von 3 Monaten. Die wichtigste Unterscheidung ist dabei aber, man spricht von chronischem Schmerz, wenn man davon ausgeht, dass er eigentlich durch ein akutes Problem nicht mehr erklärt werden kann. Also zum Beispiel, ich schneide mir in den Finger, ja, und wenn ich jetzt, dann ist es natürlich auch erstmal ganz natürlich, dass es weh tut. Ja, dann, aber was ist, wenn dieser Finger irgendwann geheilt ist? Es ist eine ganze Zeit vergangen und trotzdem habe ich da immer noch diese Schmerzen. Ja, dann kann es sein, dass der Schmerz gar nicht mehr zu tun hat mit irgendeinem Vorgang im Körper, sondern dass er sich gewissermaßen verselbstständigt hat. Ja. Da gibt es dann verschiedene Mechanismen, die eine Rolle spielen können. Es kann sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis zum Beispiel bilden oder es kann eine Rolle spielen, dass Schmerz übermäßig stark wahrgenommen wird über eine Zeit. Das könnte man so als Schmerzlupe vielleicht bezeichnen. Da sind jetzt aber wieder zwei Begriffe gefallen, die du vielleicht auch noch mal erklären müsstest. Denn was ist denn das Schmerzgedächtnis und wie funktioniert das von dir erwähnte, diese Schmerzlupe? Also wie läuft das ab? Okay. Also das Schmerzgedächtnis ist eigentlich relativ einfach erklärt.
Zum Beispiel stell dir mal eine Zitrone vor, ja, so eine richtig schöne, saftige, gelbe Zitrone, dann läuft dir ja wahrscheinlich jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ja, und wenn das bei dir passiert, dann hast du im Prinzip auch schon verstanden, wie das Schmerzgedächtnis funktioniert. Ja. Sehr, sehr, sehr starke Eindrücke, die hinterlassen sozusagen ein inneres Abbild bei uns. Und dasselbe gilt leider auch für Schmerz. Ja. Schmerz, insbesondere sehr starker Schmerz, Schmerz, den wir als besonders schlimm erleben, ja, weil vielleicht noch ein Unfall passiert ist, weil er irgendwie traumatisch ist, der kann sich dann irgendwann einprägen und bildet so ein inneres Abbild im Kopf. Und wenn, dann kann es ein ganz normaler kann ein Auslöser sein, wie zum Beispiel, ich bin gestürzt und jetzt komme ich an der Stelle vorbei, an der ich gestürzt bin und merke diesen Schmerz wieder. Oder es bestimmte Bewegung war so lange schmerzhaft. Ja, und inzwischen ist vielleicht der gebrochene Arm verheilt. Und trotzdem merke ich immer noch bestimmte Bewegungen, ja, auch wenn der Knochen eigentlich inzwischen wieder intakt ist. Das ist das Schmerzgedächtnis. Und die Schmerzlupe, das ist was, da spielt eine große Rolle eben auch der Kontext, in dem wir Schmerz wahrnehmen. Also ich will mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist ein negatives. Ich habe Schmerzen im Nacken, ja, und muss mich deshalb krank melden, aber ich habe einen sehr, sehr strengen Chef zum Beispiel. Ja, und ich habe Angst, der macht mir Druck. Ich habe vielleicht Leistungsdruck. Ich muss unbedingt auf der Arbeit demnächst was erreichen. Ich darf eigentlich gar nicht krank sein. Ja, deswegen ist dieser Schmerz höchst unwillkommen. Ich mache mir große Sorgen, werde ich vielleicht meine Arbeit verlieren. Und in so einer Situation kann es passieren, dass ich sehr, sehr aufmerksam für den Schmerz werde und genau darauf achte, ob es jetzt gerade wieder schlimmer wird. Ich möchte unbedingt vielleicht alles vermeiden, was es wieder schlimmer machen könnte. Ich achte sehr, sehr genau auf jede einzelne Bewegung. In so einer Situation Tür und Tor dafür geöffnet, dass sich diese Schmerzlupe entwickelt und ich anfange auch noch den kleinsten Schmerz übermäßig stark wahrzunehmen. Ein positives Beispiel gibt es andererseits aber auch. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Nämlich, wenn man, du warst vielleicht auch schon mal beim Arzt und wolltest dem irgendeinen Schmerz zeigen, den du hattest. Und gerade in dem Augenblick hat es dann aber nicht mehr wehgetan. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass die Situation, ne, du bist beim Arzt, vertraust hoffentlich deinem Arzt ja auch. Du hast jetzt alles gemacht, was nötig ist. In der gibt es nicht mehr unbedingt einen Grund, warum es jetzt gerade noch wehtun muss. Und dann tut es auch vielleicht gar nicht. Aber die Botschaft dabei ist dann unterm Strich, man kann die Intensität von Schmerz, also auch situativ oder auf vielen Wegen, zum Beispiel durch Zutrauen, durch Vertrauen in den eigenen Körper positiv beeinflussen. Also ich glaube, das hast du auch sehr gut beschrieben, weil das hat jeder von uns schon in der einen oder anderen Weise genau so erlebt, wie du eben erklärt hast. Aber okay, wir haben jetzt über Schmerzen gesprochen und darüber, dass ich das auch je nach Situation verändern kann. Jetzt habe ich aber mal wirklich Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich, die sind da. Ab wann sollte ich denn zum Arzt gehen und das tatsächlich mal näher untersuchen lassen? Okay. Also die meisten Schulter- und Nackenschmerzen kommen aus dem Bewegungssystem. Das ist eine gute Nachricht erstmal. Also schwere Erkrankungen stehen zum Glück nur sehr selten hinter Schulter- und Nackenschmerzen. Trotzdem gibt es aber natürlich Hinweise oder Dinge, bei denen man dann selber sich sagen sollte, okay, jetzt gehe ich mal lieber zum Arzt. Generell ist das erstmal so, wenn der Schmerz länger als 6 Wochen anhält. Ja, also ich habe oft Patienten, die kommen dann zu uns und sagen, na, ich habe gedacht, vielleicht wird es wieder gut. Das ist auch erstmal gar kein schlimmes Vorgehen, das kann man machen. Aber wenn es länger als 6 Wochen besteht, dann sollte man zum Arzt gehen und auch was dagegen tun. Ein zweiter Faktor ist, man empfiehlt generell, dass ab 65 Jahren die Patienten, zumindest wenn sie einen Schmerz erstmals haben, ja, einen Nackenschmerz, den sie noch nie hatten, dass sie dann auch lieber zum Arzt gehen sollten. Weil in dem Alter ist es eigentlich wahrscheinlich, dass man, wenn man ein generelles Problem hat, dass man auch vorher schon mal einen Schmerz hat. Ja, ansonsten gibt es so allgemeine Warnzeichen, wegen denen man zum Arzt gehen sollte. Das ist eine längere Liste, vielleicht können wir die ja dann auch irgendwo nochmal abbilden. Das ist Schmerz, der nach einem Unfall auftritt natürlich.
Das ist dann so, wenn ich einen Schmerz habe, der eigentlich immer gleich ist. Ja, also physiotherapeutisch, ne, Schmerz am Bewegungssystem ist normalerweise irgendwie richtungsbezogen. Ich drehe meinen Kopf und dann tut es weh. Aber wenn ich jetzt merke, egal was ich mache, irgendwie tut es immer gleich weh. Oder es tut nachts zum Beispiel besonders stark weh. Es hat gar nicht so sehr mit Bewegung zu tun. Das Schlafen fällt mir schwer. Dann ist das auf jeden Fall ein Grund, deshalb zum Arzt zu gehen. Dasselbe gilt bei so zusätzlichen schlechten Allgemeinbefinden. Also wenn ich Fieber habe, wenn ich nachts schwitze, wenn ich irgendwie Gewicht verloren habe, sind das immer Warnzeichen, mit denen man zum Arzt gehen sollte. Also natürlich Gewichtsverlust, den ich nicht absichtlich herbeiführe. Ja, und schließlich auch, wenn es zu dem Schmerz noch irgendwelche anderen seltsamen Symptome gibt. Ja, Kribbeln, Taubheit. Oder Probleme beim Wasserlassen, irgendwas, was man sonst von sich nicht kennt. Auch das sind dann Gründe, wegen denen man sich Gedanken machen sollte oder zumindest in Erwägung ziehen sollte, mal zum Arzt zu gehen. Jetzt stellen wir uns beide mal vor, ich war beim Arzt und der gibt mir als allererstes ein Schmerzmittel mit. Ist das dann alles oder gibt es vielleicht auch Alternativen zur Schmerztablette? Was könnt ihr da aus deiner Sicht den Patientinnen und Patienten Gutes tun? Ja, also Alternativen gibt es natürlich viele, insbesondere zum Beispiel Bewegung. Ja, das ist, Bewegung ist nicht nur, verhindert nicht nur Schmerzen, sondern es reduziert auch Bewegung ganz direkt die Schmerzempfindlichkeit. Das ist übrigens ein Grund, warum viele Leute nachts mehr Schmerzen haben, ja, weil man sich dann nicht mehr so aktiv ist wie den Tag über. Und Bewegung hat außerdem noch viele andere unbestreitbare Vorteile. Ne? Es führt zu ausgeglichener Muskelspannung, regt die Durchblutung an, baut Stress ab und stärkt das Vertrauen in den eigenen Körper. Alles ganz positive Sachen, die dabei helfen, mit einem guten Gefühl mit dem Schmerz umzugehen und dass er dann auch bald weg ist. Speziell sind das natürlich dann oft Bewegungsübungen, ja, also Übungen, die die Beweglichkeit von den Schultern, vom Nacken oder vom Brustkorb verbessern. Es kann aber auch ganz allgemeine Bewegung hilfreich sein, also einfach mal eine Runde rausgehen, zügig spazieren gehen, vielleicht walken gehen. Das kann bereits völlig ausreichen, dass man sich so wieder frisch und erholt fühlt und es dann auch besser wird. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch für Leute, denen das lieber ist, eine Reihe von Entspannungsverfahren zum Beispiel, um die Muskeln runterzufahren, um sich selber runterzufahren. Man kann Wärmeanwendungen nutzen. Man kann sich massieren lassen oder selber massieren, so mit bestimmten Hilfsmitteln. Und alles Sachen, die auf jeden Fall auch gut tun können. Tatsächlich ist es meistens so, dass den Leuten so eine Mischung aus allem eigentlich am besten. Es klingt für mich jetzt tatsächlich so, als wäre ich in der Physiotherapiepraxis in den allerbesten Händen. Wann ist denn aber Physiotherapie sinnvoll und wie oft muss ich da hin? Also wie viele Termine sollte ich mindestens haben oder kann man das gar nicht so genau sagen? Also wann sie sinnvoll ist, das kann man auf jeden Fall klar sagen. Das ist nämlich immer dann, wenn es eine sehr spezifische Bewegung gibt, dann ist Physiotherapie, die den Schmerz auslöst. Ja? Also ich drehe meinen Kopf nach rechts und dann tut es irgendwo am Nacken weh. Ne? Oder immer, wenn ich die Wäsche abhänge. Oder immer, wenn ich länger als eine Stunde im Garten arbeite. Aber ich habe irgendwas, wo ich sagen kann, ich kann den Schmerz reproduzieren. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man da eine ziemlich gut lokalisierte Ursache findet, an der man auch sofort arbeiten kann. Und dann tut sich oft auch sehr schnell was. Ansonsten, wie oft sie stattfinden sollte, das ist dann schon wieder schwieriger. Das hängt letztlich dann davon ab, was man in der Physiotherapie herausfindet oder ob es vielleicht der Arzt herausfindet, was das Problem ist. Wenn das Problem eine Entzündung ist, dann die dauert halt eine bestimmte Zeit. Wenn das Problem aber zum Beispiel Veränderungen sind, die schon länger stattgefunden haben, eine veränderte Sehne oder so, dann kann es auch länger dauern. Ja. Das lässt sich im Allgemeinen nicht so leicht sagen, aber man muss damit rechnen, sozusagen, dass der Physiotherapeut oder der Arzt eigentlich zu Beginn dann, nachdem er untersucht hat, auch irgendwann einschätzen kann. Genau.
Andererseits, das ist mir persönlich immer ein ganz wichtiges Thema, kann es auch manchmal sein, dass Leute zu uns kommen und wir stellen fest, eigentlich brauchen die vielleicht gar keine Physiotherapie. Also ich will da gerne mal ein Beispiel bringen. Gerade jetzt so in der Pandemiezeit kommen Leute zu uns, die sagen, ja, ich habe jetzt Homeoffice, habe jetzt Rückenschmerz. Und dann reden wir mit denen und stellen fest, sie hatten auch vielleicht früher schon mal Rückenschmerz. Und wenn ich dann frage, ja, was haben sie denn damals gemacht? Dann sagen die mir, ja, damals da habe ich Physiotherapie gemacht und habe Übungen bekommen. Und wenn ich die frage, und haben die geholfen, dann sagen die mir, ja, ja, die Übungen haben geholfen. Aber aus irgendwelchen Gründen machen die Leute Übungen nicht mehr. Das ist dann oft das Problem. Die bräuchten natürlich gar nicht unbedingt neue Physiotherapie, weil sie eigentlich schon wissen, was ihnen gut tut. Ja, und denen helfen wir natürlich trotzdem. Ja, das heißt, wir führen sie wieder heran an die Aktivität. Ne? Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die zukünftig für die Physiotherapie wird sein, mehr den Wert darauf zu legen, den Leuten nicht nur gute Übungen zu zeigen, sondern ihnen auch zu zeigen, wie sie eine gute Gewohnheit entwickeln, am Ball zu bleiben und immer wieder was Gutes für sich tun. Das ist übrigens auch für mich persönlich einer der Gründe gewesen, hier nach Aviva zu wechseln, in so ein großes Gesundheitszentrum, weil in so einem Gesundheitszentrum wie hier, da geht das zum Beispiel auch besonders gut. Ja, wenn wir Patienten haben, die Physiotherapie bekommen, dann und die hinterher noch was für sich tun möchten und vielleicht schon wissen, na, weiß nicht, ob ich am Ball bleibe, dann können wir denen relativ leicht Angebote machen. Ja, wir haben hier Kurse, Präventionskurse, Fitnessbereich. Und dadurch gibt es die Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Leute auch langfristig. Woher weiß ich denn aber nun, dass meine Physiotherapiepraxis um die Ecke gut ist? Gibt es da Kriterien, die man zu Rate ziehen kann? Also wenn ich selber zum Physiotherapeuten gehe, dann achte ich darauf, ob er mir Fragen stellt. Ja, ich erwarte schon, dass der Therapeut sich für mich interessiert, ja, dass er sich für mein Problem interessiert, mich auch fragt, was ich eigentlich erreichen will. Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz allgemein ist es übrigens so, das gilt nicht nur für Physiotherapie, es gilt eigentlich für fast alle Therapieberufe. Man muss sich vor allem gut aufgehoben fühlen. Ja, merkt man relativ schnell schon, man muss einen Draht zueinander haben, miteinander sprechen können, das Gefühl haben, wertgeschätzt zu sein, ist eher so ein Bauchgefühl-Ding. Aber es gibt dazu viele Untersuchungen, auch Forschung, die dazu gemacht wird, die zeigt, das hat einen größeren Einfluss als jetzt zum Beispiel die Frage, ob der Therapeut nach Therapie A oder nach Therapie B behandelt. Das ist ganz wichtig. Dann gucken wir doch einfach mal ein bisschen in eure Praxis. Wie läuft denn so eine Physiotherapiestunde für Schulter- und Nackenbeschwerden im Allgemeinen ab? Und muss ich da jetzt ganz besonders gelenkig und sportlich sein oder reicht auch das normale Bewegungsmaß? Nein, also es ist natürlich so, dass man nicht besonders sportlich sein muss, sondern wir gucken immer, wo befindet sich jemand? Ja, wie geht es dir gerade? Was kannst du gerade? Was willst du überhaupt können? Ja, und da fängt man dann an und baut das Schritt für Schritt auf. Generell ist es so, wenn jetzt jemand zum ersten Mal kommt, dann muss ich natürlich wieder ein Bild machen. Ich stell dem auch Fragen. Ja, ich versuche herauszufinden, ne, woher kommen die Beschwerden? Wie haben die angefangen? Wann treten die auf? Wie stark treten die auf? Gibt es Sachen, die das schlimmer machen? Gibt es Sachen, die helfen, ja, die man schon selber herausgefunden hat? Gibt es Sachen, die man nicht tun kann? Oder halt eben, was wäre vielleicht die Sache, die man auf jeden Fall und so schnell wie möglich wieder tun kann? Ja? Das sind Fragen, die klären wir zu Beginn. Und auf der Basis erarbeitet man dann einen Plan. Genau. Und dieser Plan, der ist natürlich, wie der dann aussieht, wie lange dann die Behandlung dauert. Das hatte ich ja schon erwähnt, da muss man dann gucken, welche Faktoren eine Rolle spielen. Generell ist es übrigens so, dieses Fragenstellen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil zumindest wenn mit einem Kassenrezept zum Beispiel zur Physiotherapie kommt, da ist so ein Termin nur 20 Minuten lang. Ich kann aber auch da nur dafür werben, vielleicht haben die Zuschauer, wenn man eine Physiotherapie bekommt, haben lange auf einen Termin gewartet, man hofft, dass jetzt endlich was passiert. Aber dieses Fragenstellen, das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit und das hilft, um die Therapie in die richtige Richtung zu bringen.
Gibt es dann besondere Sportarten, die mir jetzt helfen würden, Schulter- und Nackenschmerzen auch vorzubeugen? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, also Sport generell hilft. Es gibt Sportarten, die eher zu empfehlen sind, auch weil sie sag mal, nicht so super stressig für sich sind. Das ist zum Beispiel, ne, Gymnastik ist gut, Yoga ist gut, Pilates, aber genauso Schwimmen oder Aquafitness ist gut. Oder sowas wie Klettern, also Freizeitklettern ist auch sehr gut. Allgemein muss man aber sagen, dass die allerwichtigste Sache ist, dass man was findet, was einem Spaß macht und was man regelmäßig machen möchte. Also jede Bewegung ist besser als keine. Wenn man jetzt irgendwo liest, oh, ich muss dann aber Yoga machen, ich finde Yoga aber furchtbar, dann macht man halt kein Yoga. Ja? Dann macht man was, was einem Spaß macht und hat man sehr wahrscheinlich auch davon einen großen Nutzen schon. Was gibt es denn an Übungen, die ich jetzt auch in meinen Alltag integrieren kann, wenn ich jetzt vielleicht nicht gleich auf Sport gehen möchte, sondern einfach hin und wieder mal ein paar Lockerungsübungen machen möchte? Also Übungen gibt es natürlich zahlreiche. Wir haben selber neulich mal so ein kleines Übungsvideo mit drei Übungen erstellt, die man zum Beispiel am Arbeitsplatz auch gut machen kann. Und ich würde vorschlagen, dass wir die ja vielleicht dann auch mit den Zuschauern irgendwie teilen können. Ja, Genau, das also den Link können wir ja dann zum Übungsvideo den Zuschauern unter dem Videobeitrag einfach als Link einstellen. Ja. genau, am besten gleich ausprobieren. Ja, das nehme ich dann auch ganz gern als Aufforderung für mich, weil natürlich auch ich mitunter Schulter- und Nackenschmerzen habe. Aber was sollte ich denn eigentlich auch darüber hinaus an meinem Alltag verändern, um vielleicht weniger Schmerzen zu haben? Wie jetzt schon angeklungen ist, ne, es geht immer um das Verhältnis von Stress einerseits und dem Ausgleich, den wir dafür finden, andererseits. Das heißt, du könntest dir überlegen, wo sind im Alltag meine größten Stresssachen? Ja, kann ich was daran ändern? Kann ich vielleicht bestimmte Sachen, die körperlich oder psychisch Stress bedeuten, irgendwie optimieren? Also, nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt viele Leute, die machen Sachen, die sie nicht gerne machen, immer so en bloc. Ja, also die Lohnabrechnungen, die man immer freitags 3 Stunden lang gemacht, ja, oder die Steuersachen, dann sitzt man da 3 Stunden am Schreibtisch und hinterher tut einem der Nacken weh. Das ist, wäre einfacher, wenn man das versucht, in dreimal eine Stunde aufzudröseln und dann danach aber auch mal wieder aufsteht und was zur Bewegung macht. Also solche Sachen sind ganz, ganz praktische Möglichkeiten, um Stress besser zu verteilen, um den nicht so zu massieren zu bestimmten Zeiten. Und Ausgleich, da muss natürlich jeder was für sich finden. Generell, wir als Physiotherapeuten empfehlen natürlich aktive Entspannung. Aber es gibt auch natürlich Gesundheitsdinge, die allgemein sehr wichtig sind, die inzwischen auch eigentlich weit bekannt sind, wie zum Beispiel genug zu trinken, auf die Schlafhygiene zu achten oder sich abwechslungsreich zu ernähren. Also Sachen, die man denkt immer bei Schmerz, denkt man immer so ganz konkret an eine Stelle oder so, aber tatsächlich, wie gesagt, hilft es sehr, wenn der Körper insgesamt einfach einen guten Gesamtzustand ist. Dann, lieber Björn, würde ich sagen, machen wir uns mal gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf zum ersten Schritt. Und ich danke dir für diesen wirklich spannenden und auch sehr praxisnahen Einblick in deinen und euren Alltag und die Möglichkeiten, wie ihr schmerzgeplagten Menschen bei euch Hilfe geben könnt. Vielen Dank dafür. Ja, also von meiner Seite auch vielen Dank an dich. Danke, dass ich Gelegenheit hatte, uns hier mal vorzustellen und generell vielleicht an die Zuschauer. Ne, das war jetzt von meiner Seite, von einem Gesundheitszentrum aus eher ein Einblick. Wenn Sie kommen, können wir einen individuellen Plan erstellen. Da freue ich mich dann auch immer drüber. Und ansonsten Markus dir und auch Rückennet, vielen Dank für die Gelegenheit. Vielen Dank. Und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danken wir beide natürlich auch fürs Dabeisein. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach gern per Kommentar oder auch persönlich bei Aviva, bei Björn oder auf rücken.net. Bleibt gesund und sportfrei, euer Markus.